Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Und es ist so großartig, dass Sie alle den Weg hierher gefunden haben. Der Film ist ja eigentlich schon vor 8 Wochen im Kino gestartet worden und wir nehmen das so als Beispiel dafür, als Beleg dafür, dass das natürlich ein ganz besonders wertvoller Film ist, den Sie sich ausgesucht haben. Wir sind sehr, sehr stolz, dass wir ihn hier haben dürfen, denn vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, im Eingangsbereich des Filmmuseums steht eine Beuys-Skulptur. Falls Sie es noch nicht gesehen haben, können Sie das nachher beim Rausgehen tun. Da ist nämlich Ingmar Bergmanns Das Schweigen, 5 Filmrollen. Die hat Beuys seinerzeit versilbert und zusammengeschweißt. Und das ist seit 25 Jahren im Besitz unseres Hauses. Und nie war es passender als heute, kann ich sagen, das hier auszustellen. Ja, Beuys ist der Film unseres heutigen Tages. Anders Pfeil ist hier, darauf freuen wir uns sehr. Bevor ich ihn nach vorne hole, möchte ich aber gerne noch was über das Format sagen. Was tut sich im deutschen Film? Das ist in Kooperation mit EPD Film, Deutschlands führender Fachzeitschrift, die auch hier in Frankfurt ansässig ist. Der Chefredakteur Rudolf Worschig wird auch nachher dann das Gespräch mit Andres Pfeil führen, wo Sie dann auch die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen. Also bleiben Sie auf jeden Fall bis nach dem Abspann sitzen. Und was auch zu diesem Format gehört, ist normalerweise ein thematisch passender Kurzfilm, sage ich immer. Das haben wir heute mal ein bisschen abgewandelt. Denn Andres Pfeil hat einen Text geschrieben, der nicht nur ganz gut, ja, vielleicht so kapitalismuskritisch zum Thema des Filmes auch passen könnte in gewissen Ansatzpunkten, sondern gleichzeitig einen der großartigsten journalistischen Texte, die ich in den letzten Jahren habe lesen können. Zusammen mit Marc Brost für die Zeit, den Text Deutsche Bank, Sie nennen es Sterbehaus. Und wir haben den Schauspieler Aljoscha Zöller gewinnen können, in Hanau geboren, dem Haus eng verbunden, hat er mir vorhin verraten. Also wir kennen ihn vielleicht vom Lukas Kinderfilmfestival oder den Schulkinowochen, da ist er immer wieder. Wir haben einen etwa viertelstündigen Auszug aus diesem Text, den wir zunächst zu hören bekommen. Aber erstmal Aljoscha, auf die Bühne, toll, dass du das liest. Vielen Dank, schon mal einen Applaus für dich. Danke, dass du da bist. Genau, bevor es losgeht, einen Applaus direkt mal für unseren Gast des heutigen Tages, einen der großartigsten Dokumentarfilmer Deutschlands, Andres Pfeil, meine Damen und Herren. Willkommen in Frankfurt. Ja, schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind für diese, wenn man so will, Doppelpack. Der Text, den Sie gleich hören, hat, so will, eine lange Geschichte auch, die mit Frankfurt verbunden ist, die angefangen hat mit Blackbox BRD, mit den Gesprächen nicht nur für den Film, sondern den Gesprächen auch, die ich im Anschluss noch für ein Buch zum Thema gemacht habe, da immer wieder auch in den Etagen nicht nur der Deutschen, sondern auch diverser anderer Banken da Zeit verbracht habe. Und es gab so etwas wie ein Schlüsselsatz damals, 2002, wo eben ein Vorstandsmitglied schon sehr klar die kommende Finanzkrise beschrieben hat, mit 3 Sätzen. Wir alle wissen, es gibt zu viel Liquidität, die um den Erdball kreist. Meine Frage, was heißt das? Ja, das Geld löst sich von der Produktionssphäre und es wird Blasen geben, die werden platzen. Meine Frage dann ja, wenn das so deutlich ist, was heißt das für Sie? Dann Antwort, wir melken die Kuh, solange sie Milch gibt. Meine Frage dann, was ist, wenn sie keine Milch mehr gibt? Dann haben wir rechtzeitig auf den Tod der Kuh gewettet. Und diese, wie gesagt, das war 2002 und im Prinzip ist in diesen 4 Sätzen war für mich eines klar, dass wir uns mit diesen Geldkreisläufen auch als Künstler, auch von der Kunst aus beschäftigen wollen, beschäftigen müssen. Und die Entwicklung dann ging über ein weiteres Theaterstück, das Himbeerreich, über diesen Text, den Sie jetzt hören, dann auch, man sagt vielleicht von außen, ja, wieso dann Joseph Beuys, aber ich glaube, der Film macht es deutlich, dass auch das in sich eine Konsequenz hat. Aber darüber können wir dann später sprechen. Jetzt erstmal 15 Minuten. Vielen Dank fürs Lesen und nachher da machen wir aber noch mal eine kurze Pause und ein kurzes Gespräch zum Film. Ja. Genau. Schon mal großen Applaus, Andres Pfeil, vielen Dank. Und Licht aus, Spot an, wollte ich immer mal sagen, für Aljoscha Zöller. Die Deutsche Bank.
Sie nennen es Sterbehaus. Von Marc Brost und Andres Feil. Veröffentlicht am 30. Oktober 2015 in Die Zeit. Er hat für die Bank sein Leben gegeben. Er hat für sie gekämpft und gelitten. Aber nun kennt ihn nicht einmal mehr die Dame am Empfang. Breuer? Fragt sie und blättert durch ihr Namensverzeichnis. Wer soll das nochmal sein? 40 Jahre hat Rolf Breuer für die Deutsche Bank gearbeitet. Er war Vorstandssprecher und Vorsitzender des Aufsichtsrats. Wenn ihn sein Chauffeur morgens ins Frankfurter Hauptquartier fuhr, die beiden silbernen Zwillingstürme, die fast jeder schon mal im Fernsehen oder auf einem Zeitungsfoto gesehen hat, dann wartet in der Tiefgarage schon jemand, um ihm die Wagentür zu öffnen. Mit dem Aufzug ging es ohne Zwischenstopp nach oben. In der Welt, in der Rolf Breuer damals lebte, ist es wichtig, wie groß ein Büro ist, auf welcher Etage es liegt und wie viel Tageslicht hineinscheint. Licht symbolisiert Macht. Rolf Breuer war sehr mächtig. Über sich hatte er nur den Himmel und unter sich die ganze Stadt. Als er 2006 sein letztes Amt abgab, behielt er, wie so viele ehemalige Führungskräfte, noch einen Fahrer, eine Sekretärin und das Büro, hoch droben in Turm A. Doch wenn man heute am Eingang zur Bank nach ihm fragt, scheint ihn niemand mehr zu kennen. Die Sache klärt sich erst auf, als eine zweite Empfangsmitarbeiterin hinzukommt. Breuers Büro, weiß sie, ist inzwischen woanders. In einem flachen Gebäude gleich um die Ecke, im Schatten der Türme der Bank. Dort sitzen jene, die nicht mehr gebraucht werden. In fast jeder Firma, fast jedem Konzern gibt es die Alten, die immer noch da sind, obwohl sie schon lange keine Funktion mehr haben. Manchmal ist es der Patriarch, der den Familienbetrieb aufgebaut und zur Blüte geführt hat. Manchmal sind es die früheren Vorstände. Zuerst dürfen sie ihr Büro behalten. Dann sieht man sie morgens kommen und über den Flur gehen. Aber irgendwann werden sie doch gebeten, umzuziehen. Erst in eine andere Ecke der Etage, dann in eine andere Etage und manchmal in ein anderes Haus. Die Alten hören meist nichts vom Spott, der sie begleitet. Dass sie jetzt in der Grabkammer wohnen, wie es in einem großen deutschen Konzern heißt, oder auf dem Elefantenfriedhof, wie man in manchen Firmen sagt. Bei der Deutschen Bank nennen sie es das Sterbehaus. Von den Zwillingstürmen sind es nur ein paar Schritte in die kleine Querstraße, in der das Sterbehaus steht. 6 Treppenstufen führen hinauf zum Eingang. Am Haus gibt es keinen Hinweis auf die Deutsche Bank, kein Firmenlogo. Auf dem Rasen davor hat eine Immobilienfirma ihr Werbeplakat in den Boden gerammt. Sie vermietet hier Lagerräume in Top-Lage. Das Haus hat keinen Pförtner und keine Empfangsdame. Nur eine kleine Kamera überwacht die Tür. Klingelt man, meldet sich eine freundliche Frauenstimme. Zweite Etage, sagt sie. Kommen Sie rauf. Auf dem Weg zum Aufzug kann man in einen kleinen Innenhof sehen. Büsche, ein Kiesweg, ein paar junge Bäume. In der zweiten Etage wieder eine Tür, wieder eine Kamera und eine Klingel. Eine Mitarbeiterin öffnet. Es ist ganz still. Hier in dieser Stille wird man eine Erklärung finden für den beispiellosen Abstieg der Deutschen Bank. Hinter der Tür geht es nach rechts, einen schmalen Gang entlang. Die Namensschilder an den Türen auf beiden Seiten lesen sich wie ein Who's Who der Deutschen Bank. Hilmar Kopper, von 1977 bis 1997 im Vorstand. Die letzten 8 Jahre als Vorstandssprecher. Weitere 5 Jahre Aufsichtsratschef der Deutschen Bank. Ulrich Weiß, 19 Jahre im Vorstand. Von 1979 bis 1998. Georg Krupp, 13 Jahre im Vorstand, von 1985 bis 1998. Michael Endres, 10 Jahre im Vorstand, bis 1998.
Karl Ludwig von Boehm-Benzig, 11 Jahre im Vorstand, von 1990 bis 2001. Ronaldo Schmitz, 9 Jahre, von 1991 bis 2000. Und Rolf Breuer, 17 Jahre im Vorstand, Vorstandssprecher von 1997 bis 2002. Danach 4 Jahre Aufsichtsratschef. Mit einer Bank ist es wie mit den Mädchen. Hier sitzen sie. Männer, deren Büros früher so groß waren, dass man sie langen Schrittes durchmessen musste, um irgendwann vor dem Schreibtisch zu stehen. Ihre heutigen Büros liegen dicht an dicht, wie Bienenwaben. Breuers Tür ist geschlossen. Er ist an diesem Tag nicht da. Aber Robert Ehreth ist da. Er hat sein Zimmer ganz am Ende des Ganges, hinten links. Ehreth sitzt am Schreibtisch. Zur Begrüßung gesteht er einen Fehler. Er hätte seinen Besuch eine halbe Stunde lang warten lassen müssen. Das Warten lassen gehört zu den letzten Machtgesten, die ihm und seinen Büronachbarn geblieben sind. Und er weiß das auch. Ehreths Zimmer ist ungefähr 8, höchstens 10 Quadratmeter groß. Aus seinem alten Zimmer hat er nur den Stuhl mitgenommen. Auch ein paar Kunstwerke hat er mitgebracht. Kleine Skulpturen und ein Bild. Roter Ahorn heißt es. Seine Frau hat es gemalt. Robert Ehreth ist nicht der einzige ehemalige Vorstand der Deutschen Bank, der mit der Zeit redet. Aber er ist der einzige, der einwilligt, sich namentlich zitieren zu lassen. Die anderen ehemaligen wollen keinesfalls in einem Zeitungsartikel auftauchen. Manche sagen den vereinbarten Termin kurzfristig wieder ab. Andere rufen am Tag nach dem Treffen aufgewühlt in der Redaktion an, weil sie fürchten, zu viel gesagt zu haben und sich jetzt zu gefährden. Wieder andere eröffnen das Gespräch mit dem Satz: Dieses Treffen hat nie stattgefunden. So schaffen sie es, gleichzeitig zu reden und zu schweigen. Eine Technik, die in diesem Artikel noch eine Rolle spielen wird. Ehreths Offenheit hat mit seinem Alter zu tun. Er ist jetzt 90. Als er in den Vorstand der Bank einzog, hieß der Bundeskanzler noch Willy Brandt. Als er den Vorstand wieder verließ, war Helmut Kohl noch am Anfang seiner Kanzlerschaft. Der Abstieg der Deutschen Bank hatte damals noch nicht begonnen. Für ihn sind andere verantwortlich als Robert Ehreth. Jene, die nach ihm kamen und jetzt mit ihm im Sterbehaus sitzen. Robert Ehreth verkörpert eine Zeit, in der Banker noch Bankiers genannt wurden. Damals legte man bei Geschäften viel Wert auf gute persönliche Kontakte, nicht nur auf gute Zahlen. Ein Handschlag galt so viel wie ein Vertrag. Die Bankiers waren geachtete Männer und die Deutsche Bank war ein geachtetes Unternehmen. Robert Ehreth hat sich vorbereitet auf diesen Besuch. Er hat sich Stichworte notiert und sie vor dem Gespräch noch der Sekretärin diktiert. Jetzt liegen die Papiere ausgedruckt vor ihm. Ehreth ist sehr groß, sehr hager und er trägt die Uniform des Geldadels. Anzug, ein weißes Hemd mit feinen hellblauen Streifen, goldene Manschettenknöpfe. Auf seiner Krawatte sind kleine Börsenbullen abgebildet. Das Symbol für steigende Kurse. Er sieht durchaus so aus, wie man sich einen ehemaligen Vorstand vorstellt. Aber er redet anders. Blumiger, weicher. Ehreth sagt Sätze wie: Mit einer Bank ist es wie mit den Mädchen. Wenn der Ruf ruiniert ist, bekommt man das nicht mehr hin. Oder: Eine Bank geht nie an einem Geschäft zu wenig zugrunde. Aber manchmal an einem zu viel. Es sind Sätze, die man so oder so interpretieren kann. Ehreth erwähnt keine Namen, keine konkreten Vorfälle. Er nennt keine Schuldigen. Nach 15 Minuten bringt die Sekretärin Schnittchen und Saft. Während Ehreth erzählt, ist im Zimmer nebenan eine Stimme zu hören.
Nur eine dünne Wand liegt zwischen ihm und seinem Nachbarn. In ihren großen Büros hatten die Männer, die einmal Spitzenmanager waren, einst dicke Wände und Doppeltüren. Über den Türen waren zwei Lämpchen montiert, grün und rot. Von ihrem Schreibtisch aus konnten die Männer per Knopfdruck bestimmen, welches Lämpchen über ihrer Bürotür leuchtete. Wer morgens auf Rot stellte, blieb den ganzen Tag ungestört. Zu den Privilegien einer Deutschen Bankvorstands gehört es, sehr viel Geld zu verdienen. Aber das ist das unwichtigste Privileg. Auch die anderen Manager unterhalb des Vorstands verdienen sehr viel. Auch sie haben mehr als genug. Aber sie werden zum Beispiel nicht wie die Vorstände von einem Koch aus der Sterne-Gastronomie bewirtet, hoch droben in Turm A. Seine Küche gilt als eine der besten der Stadt. Die Manager unterhalb des Vorstands dürfen sich Gemälde aus der Kunstsammlung der Bank aussuchen und ins Büro hängen. Aber besonders wertvolle Originale sind den Vorstandsmitgliedern vorbehalten. Im Sterbehaus gibt es kaum noch Privilegien. Der Fahrer fährt einen morgens nicht mehr in die Vorstandstiefgarage. Der Aufzug fährt nicht mehr ohne Zwischenstopp nach oben. Einem früheren Vorstand hat die Bank bei seinem Auszug aus dem Turm den Schreibtischstuhl in Rechnung gestellt. Das hat diesen Mann sehr verletzt. Und das lag nicht am Geld. Es lag am Gefühl der eigenen Bedeutung. Plötzlich war es nicht mehr da. Der große Betonklotz im Zentrum von München wirkt von innen wie eine Gesamtschule aus den 70ern. Brauner Steinfußboden, senfgelbe Wände, grüne Metalltüren. In Saal B273 tagt die 5. Strafkammer des Landgerichts München I. In einem Schaukasten neben der Tür hängt eine Liste der Angeklagten. Ganz oben steht Dr. Breuer, Rolf Ernst. Den Nachnamen haben sie in Großbuchstaben geschrieben. Breuer sitzt im Gerichtssaal vorne, gleich an der Richterbank. Auf den ersten Blick sieht er aus wie früher. Eleganter Zweireiher, die weißen Haare sauber gescheitelt, das Gesicht gebräunt. 77 Jahre ist er jetzt alt. Er hat kaum Falten. Und doch wirkt dieser Mann seltsam gealtert. Die Bräune kann das nicht überdecken. Er bewegt sich steif. Seine Mimik ist wie eingefroren. Es ist ein Gerichtsprozess, wie es ihn in der deutschen Wirtschaftsgeschichte noch nicht gegeben hat. Im Kern geht es darum, wie genau man es im Vorstand der Deutschen Bank mit der Wahrheit nimmt. Vor 13 Jahren gab der damalige Deutsche Bank-Chef Breuer ein Fernsehinterview, in dem er zu verstehen gab, dass der Medienunternehmer Leo Kirch in finanziellen Nöten steckte. Wenige Monate später war Kirch insolvent und verklagte Breuer und die Bank auf Schadensersatz. Mit seiner Aussage, so der Vorwurf, habe Breuer dafür gesorgt, dass Kirch von niemandem mehr Kredit bekommt. Es folgt ein langwieriger juristischer Streit. 925 Millionen Euro zahlte die Deutsche Bank an die Erben von Leo Kirch, nachdem sie sich mit ihnen im Februar 2014 auf einen Vergleich geeinigt hatte. Hinter Breuer im Gerichtssaal sitzt Josef Ackermann, sein Nachfolger als Bankchef. Dahinter Jürgen Fitschen, Ackermanns Nachfolger. Zwei ehemalige und der aktuelle Vorstandsvorsitzende. Dazu die beiden früheren Topmanager Clemens Börsig und Tessen von Heidebreck. Fünf hochrangige Deutschbanker gemeinsam vor Gericht. Auch das gab es noch nie. Die Anklage lautet: versuchter Prozessbetrug. Im Frühjahr dieses Jahres zahlte die Deutsche Bank eine Rekordstrafe von 2,5 Milliarden Dollar an amerikanische und britische Behörden. Wenn man mit ehemaligen Vorständen spricht, geben sie sich ganz fassungslos, wie die Bank sich entwickelt hat. Dabei trafen sie selbst die Entscheidungen, die zu dieser Entwicklung führten, während sie einander gleichzeitig bekämpften oder wegschauten oder schwiegen. Sie schweigen bis heute.
Würden die alten Vorstände im Sterbehaus ihre Kritik namentlich äußern, würden sie sich gegen die Gemeinschaft stellen und würden von der Bank ausgestoßen. Sie müssten gehen und hätten dann gar kein Büro mehr bei der Deutschen Bank, nicht einmal ein kleines im Nachbarhaus. »Ich kann nicht öffentlich sprechen«, sagt einer der Männer, »weil ich als Pensionär gewisse Loyalitätspflichten habe.« Und ein anderer, früherer Vorstand sagt, »man muss bereit sein, eine ganze Menge auszuhalten, wenn man den Orden verlässt. Wer das tut, gilt nicht länger als vertrauenswürdig, auch außerhalb der Bank. In der Frankfurter Finanzszene beschränkt sich das gesellschaftliche Drumherum ja nicht nur auf die eigene Bank oder die eigene Anwaltskanzlei. Man sieht sich zu Hause im Taunus, wo fast alle Führungskräfte wohnen. Man trifft sich beim Opernball oder beim Neujahrsempfang der Deutschen Börse. Auch heute gehen die ehemaligen noch einmal die Woche zusammen Mittagessen, ein paar Schritte zu Fuß hinüber in die Frankfurter Gesellschaft, ihren noblen Herrenclub, wo man sie kennt und wo sie begrüßt werden wie früher. Ein Abtrünniger dagegen bekommt keine Einladung mehr. Oder er sitzt am Katzentisch, wenn er doch noch welche bekommt. Er gehört dann nicht mehr dazu. Die Männer im Sterbehaus hätten fast 2 Jahrzehnte Zeit gehabt, den Niedergang der Deutschen Bank aufzuhalten. Sie haben die Zeit verstreichen lassen. Sie ließen es zu, dass die Investmentbanker die Macht übernahmen. Sie schwiegen, als diejenigen, die für die Skandale verantwortlich waren, im Amt blieben oder sogar noch befördert wurden. »Wir waren alles taktisch, wir haben alle gelogen«, sagt einer der Ehemaligen. Es war wohl auch der eigene Niedergang, den sie fürchteten und den sie noch immer fürchten. Das Büro in der Querstraße mag klein sein, aber wenn einen der Fahrer morgens zu Hause abholt, bekommen die Nachbarn ja nicht mit, dass es gar nicht ins große Büro in den Türmen geht, sondern nur in die kleine Kammer. Niemand erfährt, dass der Terminkalender fast leer ist und in der Aktentasche nur ein Butterbrot liegt. Es ist das süße Gift des Komforts. Solange es wirkt, wird es keine wirkliche Abrechnung geben über das, was mit der Bank geschehen ist. Keine Veränderung, kein Lernen. Vor wenigen Tagen verkündete die Bank einen radikalen Konzernumbau. Einige Vorstände müssen gehen. Das Führungsgremium unterhalb des Vorstands wird abgeschafft. Macht und Verantwortung sollen wieder in einer Hand liegen. Aber solange den Vorständen es nur um den Ausbau und Erhalt ihrer eigenen Macht geht, solange sich die Strukturen oben im Turm und selbst unten bei den Ehemaligen nicht ändern, solange die Insider schweigen, wird der Niedergang weitergehen. Und er betrifft nicht nur die Deutsche Bank. Zur Verhinderung einer nächsten großen Finanzkrise müsste die Finanzarchitektur grundlegend erneuert werden, sagte ein ehemaliger Vorstand. Dass die Politik dazu nicht in der Lage ist, sehen wir an den bisherigen halbherzigen Reformen. Der Druck müsste von denen kommen, die eine Bank von innen kennen. Aber genau das passiert nicht. In den Büroetagen in der kleinen Querstraße hinter dem Hauptquartier der Deutschen Bank, in seinem Zimmer am Ende des Flures ganz hinten links, spricht der 90-jährige Robert Ehret über das Alter und darüber, wie schwer ihm das Loslassen fällt. Auch Ehret hat nach seiner Zeit im Vorstand ein Studium begonnen, Theologie und Philosophie. Aber anders als Steinmetz ist er immer ein Insider geblieben, wie die anderen hier auf dem Flur. Am Ende des Lebens werden die Räume ja immer kleiner, sagt Robert Ehret. Und der letzte Raum wird der kleinste sein. Er sagt, dass er jetzt im vorletzten Raum sei und dort bis zum Schluss bleiben wolle. Aljoscha Zöller und das Sterbehaus der Deutschen Bank.
begrüßen Sie nochmal unseren Regisseur, unseren Hauptgast des heutigen Abends, Andres Feil. Ja, Sie haben das geschrieben. Großer Applaus erstmal nochmal dafür. Wie kommt man denn um Gottes Willen an solche Leute ran? Das ist doch, glaube ich, noch schwieriger als in sonstigen Dokumentarfilmarbeiten. Ich glaube, es ist ähnlich, das ist, also, oder die Erfahrung, die ich oft gemacht habe, dass Menschen schweigen und dass aber gleichzeitig ja auch ein Bedürfnis vorhanden ist, dann doch zu sprechen. Und die Erfahrung jetzt mit Vorständen war, mit ehemaligen Vorständen, dass sie ja in der Regel nicht mehr gefragt werden. Das kam also immer wieder deutlich, dass sie, wenn sie sich in Anführungsstrichen doch mal melden oder einmischen, dass sie keine Antwort mehr kriegen von den amtierenden Vorständen. Das heißt, es ist immer auch eine Erfahrung von Demütigung, von eben nicht mehr gefragt werden. Und wenn jemand kommt, der erstmal unvoreingenommen Fragen hat und gleichzeitig die Anonymisierung dann anbietet, also sozusagen den Freiraum zu sprechen mit der Sicherheit, also manchmal hatten wir vorneweg mit Anwälten, Erklärungen, wo klar ist, dass wir das, was gesagt wird, in der Form nochmal vorlegen müssen oder gar nicht veröffentlichen dürfen und so weiter. Also das alles zusammen sichert natürlich jemand dann doch die Möglichkeit, Dinge zu sagen im Rahmen der Omerta, im Rahmen des Schweigesystems. Der Text war jetzt nicht vollständig. Ganz entscheidend war für mich eben dieser Begriff der Omerta. Das heißt, das Eigentliche ist auch nicht nur das Risiko, jetzt ausgeschlossen zu werden aus der Community, das wurde ja im Text erwähnt, sondern das Eigentliche ist auch die Gefahr einer, ja, dass Regress gefordert wird, Schadensersatz. Also wenn ein ehemaliges Vorstandsmitglied sich öffentlich kritisch mit bestimmten Tatbeständen auseinandersetzen würde, und gerade an diesem Tag ein Vertrag X mit einer großen Partnerschaft in Richtung Verkauf von größeren Tranchen, wie auch immer gemacht wird, der dann nicht zustande kommt, weil es diese Äußerung gegeben hat, dann kann es eben sein, dass da persönliche Haftung dann durchaus in Kraft treten könnte, auch wenn das ein vielfacher Konjunktiv ist. Aber das sorgt eben dafür, für die Geschlossenheit der Omerta letztendlich. Also da muss gar kein Druck weiter erfolgen, das wissen diejenigen, die es betrifft, sehr gut. Gab es denn konkrete Konsequenzen aus diesem Text? Also, oder gab es auch im Vorfeld Maßnahmen, als man dann, um Druck auszuüben vielleicht auch? Nein, also es war auch so, dass wir uns da sehr genau, also mit Anwälten abgesprochen haben. Also sowas schreibt man nicht einfach so, sondern da ist jeder Satz, wird dreimal geprüft, womit gehen wir ins Risiko, ist das belegt, könnten wir im Zweifelsfall dann doch noch nachlegen. Das heißt also, das eine ist, den Text zu schreiben, und ich glaube, diejenigen, die am meisten daran verdienen, sind die Anwälte. Ja. Also es ist einfach ein ungeheures, ein, ich will nicht sagen Wasserkopf an juristischer Abwägung, und fünffach wird wegen einem Adjektiv dann noch überlegt, ob man es nicht doch ersetzen sollte. Wie anders ist das dann im Vergleich zur Filmarbeit? Weil gar ich nicht. So da das Gefühl, ist auch, also können wir lückenlos fortsetzen. Ja, ich habe meinen Anwalt, ich habe das so gelöst, der hat einen Stundensatz von vielen hundert Euro, dass ich teilweise in Naturalien bezahle, dass ich ihn in ein sehr gutes Restaurant einlade, was ich mir normalerweise nie leisten könnte. Aber dadurch esse ich mit ihm, nein, in Berlin, deswegen verspeise ich sozusagen einen Teil seines Honorars dann mit. Ja, also das ist sozusagen der kulinarische Tarif. Ja, ja. Also das kann man nur empfehlen. Aber zum Schreibstil. Nein, also man muss sich fragen, manchmal habe ich den falschen Beruf. Also ich werde zwar von Ihnen auch eingeladen nachher, aber das ist, glaube ich, dann doch eine andere Kategorie. Ja. Wir können nachher drüber reden. Es ist schlecht, das vor der Einladung auszuschreiben. Aber gut. Der Schreibstil, ich wollte gerne noch darauf zu sprechen kommen, weil man hat wirklich das Gefühl, das ist ja sehr beschreibend, man kann sich so richtig reinfühlen, und gleichzeitig sind dann auf den Punkt aber auch die Aussagen damit verbunden. Also sowohl dieses Beschreibende als auch dieses sehr, sehr, ja, Erklärende, dass man will was dabei erreichen. Ist das genau die Vorgehensweise, die Sie auch beim Filmischen wählen? Also dass Sie gerne möglichst nah rangehen wollen, um dann das große Ganze zu zeigen? Also
Es hat ja eine Geschichte. Das heißt, es gab vorher schon den Versuch, eigentlich einen Film zu machen, der gescheitert ist. Dadurch ist ein Theaterstück dann entstanden, weil eben keiner in diesem Bereich bereit war zu sprechen. Das heißt, der Text ist, wenn man so will, ein Versuch, den Kunstraum des Theaters zu verlassen und immerhin ein, zwei Menschen mit Namen zu nennen. Und wenn man so will, es fängt ja an wie eine Kamerafahrt, also diese Fahrt an die, oder ein Gang an die Rezeption, die Frage nach Rolf E. Breuer, das, die Irritation, im Prinzip ist es ja ein sehr filmischer Anfang. Also insofern, glaube ich, mischt sich die Form, aber sie entsteht letztendlich aus der Frage, was ist möglich? Also erst ist eine Recherche da und dann verbietet sich nicht durch, weil ich es nicht machen will, sondern weil die Protagonisten inzwischen eine Kontrolle ausüben wollen über das, was veröffentlicht wird. Das hat, glaube ich, auch sehr viel mit der Inflationierung von Bildern zu tun, von der, sozusagen dem ewigen Gedächtnis des Internets. Das heißt, es gibt eine ganze Industrie. Also bei der Deutschen Bank war es so, dass die PR-Abteilung unter Ackermann auf 300, 400 Leute aufgestockt wurde. Und das nicht nur, weil es wichtig ist, das Bild einer Bank nach außen zu kommunizieren, sondern weil es darum ging, die Kontrolle, die, sagen die Urheberschaft über das Bild, das hat nachher nicht funktioniert, wie wir wissen, aber die Urheberschaft über die Bilder wieder zurückzuerobern und zu bestimmen, was wie berichtet wird. Und das macht es natürlich jemand, der von außen kommt und eine eigene Handschrift hat und eine eigene Erzählung, so gut wie unmöglich dann filmisch zu erzählen. Das heißt, es muss dann eine Übersetzung finden in die Fiktion oder in dem Fall in den Text oder ins Theater transformiert werden. Das ist super gelungen, finde ich. Gibt es das Sterbehaus noch oder hat sich das aufgelöst inzwischen? meines Wissens, Herr Ehret hat es sehr schön formuliert, ist es der vorletzte Raum und das ist auf Ewigkeit. Das heißt, kommen Sie mal vorbei, wenn Sie in der Nähe der Deutschen Bank sind. Die freuen sich über jeden Besuch, habe ich so rausgehört. Aber nicht von der Weihnachtspost ablenken. Die muss jetzt vorbereitet werden, ja. Genau, aber jetzt gehen wir über. Wir haben viel gehört von Kunstwerken, die dort eine Rolle spielen. Das ist natürlich die perfekte Überleitung jetzt auch zum Film. Wie haben Sie sich Beuys genähert, dass der dann dieses Jahr auf der Berlinale seine große Weltpremiere feiern konnte? Ich habe mich zum einen über Wegbegleiter genähert und freue mich sehr, dass Rea Tönkes-Stringaris, die Sie gleich im Film sehen werden, jetzt machen wir es mal umgekehrt, die sehen Sie nämlich jetzt vorher, wenn sie sich erhebt. Ich weiß nicht, ob sie es macht. Einen Applaus für eine der wichtigsten Protagonistinnen dieses Films. Jawohl. Normalerweise machen wir das ja immer hinterher, aber ich dachte jetzt, verändern wir mal die Reihenfolge. Ja, es war zum einen eben über ganz klassisch Menschen, die Beuys gekannt haben, gemocht haben, die eben eine weite Wegstrecke mit ihm gegangen sind und dann eben sehr stark Archivmaterial und die Werke selbst, also ausgelöst von einer Ausstellung in Berlin 2008, 2009 im Hamburger Bahnhof, wo die deshalb so gelungen war, weil eben Werke nicht nur einfach gezeigt wurden, sondern zusammen mit Archivmaterial auch die Ideenräume von Joseph Beuys sichtbar wurden. Und da habe ich eben festgestellt, dass vieles aktuell ist. So aktuell, wie er eben über Geldfragen nachdenkt, über die Funktion von Geld, über die Frage, was ist eigentlich Demokratie, über die Frage der Fähigkeiten von Menschen, wo er eben andere Wertigkeiten oder Schwerpunkte hat. Und vieles war für mich wegweisend, früher schon, und das habe ich wieder neu entdeckt und von daher sowas wie eine innere Notwendigkeit zu sagen, diesen Film gibt es noch nicht und der muss gemacht werden. Beuys neu entdecken, das ist genau das Stichwort, was Sie gleich tun können. Wir sind wahnsinnig stolz, dass Sie erst als zweiter Regisseur überhaupt zum zweiten Mal in dieser Reihe, die es seit 12 Jahren gibt, hier sind. Der Kick war ja bereits 2007 hier. Insofern bleiben Sie unbedingt bis nachher sitzen, dann gibt es noch ein ausführliches Gespräch zu Beuys. Aber schon mal ganz großen Applaus, Andres Feil. Vielen Dank und gute Projektion beim Film. Den Regisseur und Rudolf Worschig, der das Gespräch führen wird. Nehmen Sie gerade hier Platz dafür. Ja, auch von meiner Seite aus nochmal ein herzliches Willkommen. Besten Dank
an Sie, dass Sie gekommen sind, diesen tollen Film mitgebracht haben, der doch auch, finde ich, sehr viel Zeitgeschichte liefert, auch wenn er jetzt kein direkter historischer Film ist. Ich hatte übrigens mal so einen orangenen Passat, der da am Schluss irgendwie vorkam. Also insofern kommt man aber doch sehr gut in diese Zeit rein. Aber ehe ich es vergesse, wie war unser Essen im Vergleich zu dem Anwaltsessen? Ja, also ich bin ganz entspannt, also von daher kann es so schlecht nicht gewesen sein. Okay, weil wir vorher Ihren Artikel über die Deutsche Bank gehört haben und Beuys ja auch etwas erzählt hat von der Demokratisierung der Geldströme. Was hat Sie mehr interessiert bei der Herangehensweise an den Film? Den Künstler, der Künstler Beuys oder der Mensch, der sich politisch einmischt? Ich glaube, es war sehr früh klar, dass für mich das beides nicht zu trennen ist. Das heißt, dass ich oder wir ausgegangen sind, natürlich auch von den Werken, aber von den Werken zu den Ideenräumen und an einem bestimmten Punkt gemerkt haben, dass die Qualität des Filmes erst dann überzeugend wird, wenn wir auch zu Menschen Josef Beuys vordringen. Das heißt, dass wir eben nicht nur gesucht haben jetzt in den Archivmaterialien die bekannten offiziellen Statements, sondern immer wieder auch gerade die Passagen genommen haben, wenn ein Interview vorbei war, das Band läuft weiter und dann in der Beiläufigkeit, in der nicht vorträglichen Message, ja, die eben dann sonst im Vordergrund stand, dass das gerade das Interessante war und damit immer wieder auch der Humor von Beuys ja auch deutlich wird in dieser Beiläufigkeit oder in manchen Pointen auch und dass das etwas war, was Beuys eben als sehr undeutschen Charakter, gerade in den 70er-Jahren, die ja extrem, oder 80er-Jahre, die extrem polarisiert waren durch die RAF und durch eine bestimmte ideologische Grundeinfärbung und dass Beuys da eben eher hasig, also wie ein Hase entkommen ist, sich woanders positioniert hat und deshalb alles drei, also wenn Sie so fragen, ich glaube, dass der Film versucht, das zusammenzubringen und eben nicht zu sagen, jetzt das politische steht im Vordergrund und die Werke sind eigentlich nur Vehikel, um das Politische zu erzählen. Ich glaube, man kann es nicht trennen. Das ist das Spannende und Faszinierende bei Beuys. Wobei ich finde, dass das, was er jetzt wirklich politisch sagt, ist doch eigentlich auch irgendwie recht pauschal, oder? Also es ist jetzt keine vertiefende Analyse oder sowas. Es ist Polemik, Provokation. Ja, ich glaube, pauschal trifft es nicht. Pauschal, weil es ist grundlegend. Ja, aber nicht pauschal. Ich würde den Unterschied erstmal machen. Grundlegend, dass es Gedanken sind, was den Menschen ausmacht. Dass es eben in erster Linie nicht die Geldströme sind oder nicht die Art von Ökonomisierung, die wir im Moment ja immer stärker erleben, die in jede Lebensphase eindringt und wo er damals im Prinzip das ja auch schon nicht nur davor gewarnt hat, sondern ein anderes Denkmodell dem entgegengesetzt hat, indem er eben von den Fähigkeiten eines Menschen gesprochen hat, nicht vom Defizit auszugehen. Also was wir ja permanent, indem wir Leistungserwartungen definieren und Module definieren, die abgelernt werden müssen, indem auch in der Psychologie, als kann ich durchaus sagen, als studierter Psychologe grundsätzlich beschreiben Psychologen in der Regel das, was Menschen nicht können, ihre Unfähigkeiten, ihre Defizite, die sonst gibt es ja keinen Grund für eine Therapie. Ja. Also die Krankenkasse braucht das Defizit. Das heißt, da kommt natürlich Beuys von einer ganz anderen Seite und sagt, ja, mich interessiert nicht, was ein Mensch nicht kann, sondern mich interessiert, was ein Mensch kann. Wir gehen von den Fähigkeiten aus. Und wenn das die Währung ist, dann müssen wir unser Geldsystem in Frage stellen. Deshalb nicht pauschal, sondern ich glaube eher anregend, so würde ich sagen.
und anregend im Sinne eines Angebotes, nicht im Sinne eines Dogmas. So müsst ihr denken. Er ist nicht der Rattenfänger, der vorne wegläuft. Er sagt ja am Ende, und das ist nicht aus Zufall dort, er spricht von der gemeinsamen Arbeit. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich. Also er ist nicht der Vorbeter. Und das heißt, sich die Mühe machen, sich mit den Grundfragen beschäftigen zu wollen. Also es setzt natürlich Neugierde voraus. Und dann eben nicht abzuprallen an vermeintlichen pauschalen Gedankengängen. Also ich bin jetzt nun wirklich kein Beuys-Kenner, muss ich sagen. Aber weil Sie gerade sagen, er hat sich nicht als Vordenker oder Vorbeter empfunden, was in dem Film wirklich auch sehr gut rauskam, fand ich, dass das, was er macht, ja etwas, wie soll ich sagen, zutiefst Demokratisches irgendwie hat. Stellt sich auf die Dokumente und sagt, kommt her, ich rede mit euch. Wobei das ja auch schon so ein bisschen so ein Zug ins quasi Erlöserhafte irgendwie hat. Dann diese Aktion mit den Eichen, das ist ja schon ein ganz anderes Kunstverständnis. Es sind zwei Dinge, die Sie jetzt ansprechen. Das eine ist, dass er im Sinne seiner Karriere kein Stratege war. Also er hat mit jedem geredet. Es gibt diese Anekdote, dass er bis nachts um drei mit Menschen gesprochen hat, es waren dann nur noch zwei übrig. Und dann sagt er ja so, schön, dass ihr noch geblieben seid. Und dann sagt der eine, ja, wir müssten eigentlich, haben wir nur Ausgang bis Mitternacht in der Anstalt, müssen zurück in die Psychiatrie. Das ist mein Bruder, ist auch Anstalts. So. Und dann sagt Beuys, ja, schön, dass ihr geblieben seid und überzogen habe, dann sind wir immerhin schon zu dritt. Ja, und also das heißt ja, jeder andere, das haben mir immer wieder auch Menschen, Zeitzeugen bestätigt, hätte überlegt, ja, was bringt mir das jetzt mit denen noch zu reden? Da hinten ist doch Kurator X und da ist ja der Sammler Y, ich gehe mal kurz zum Buffet, ich komme gleich wieder und dann guckt man, dass man mit Kurator X und Sammler Y lieber den Abend verbringt, weil die einem vielleicht die nächste Ausstellung garantieren. Und genau das hat Beuys verachtet. Und deshalb ist das erstmal aufgrund vielleicht auch seiner Notwendigkeit, Botschaften in die Welt zu bringen, ja, also einer inneren Notwendigkeit. Das sagt ja Klaus Steg sehr schön, der kommt auch noch, also er hat um jeden geworben. Das ist das eine. Das andere, wenn Sie jetzt die 7000 Eichen ansprechen, dann war es natürlich eben die Verkörperung schon dieses anderen Kunstverständnisses, raus aus dem Museum, also diese Mauern des Museums aufzubrechen und zu sagen, mich interessiert es jetzt nicht, da wieder ein Werk hinzusetzen, sondern mit den Menschen etwas zu entwickeln. Und das war in dem Sinne eine Entwicklung. Vorher 72 nur die Diskussion, 77 die Honigpumpe sozusagen als Sinnbild eines Organismus, eines Herzkreislaufes, energetisch aufladen. Also die Kunst fließt sagen, in einem Gedankenstrom zu den Menschen und wieder zurück. Und dann die Entscheidung, 82 ganz rauszugehen aus dem Museum und eben bewusst jede Form von Vermarktung in dem Sinn. Eine Eiche ist da, wo sie ist. Sie kann nicht mehr verkauft werden. Ja, sie kann nicht zu Sotheby's gebracht werden und dort für 40 Millionen versteigert werden. Auch der Stein nicht. Beides braucht sich gegenseitig. Der Film ist ja nun zu großen Teilen aus Archivmaterial. Das kann ja durchaus auch ein Problem haben, dass das auch zu einer gewissen Heldenverehrung wird. Das ist jetzt bei mir zumindest so nicht rübergekommen. Also Beuys ist, finde ich, jetzt in diesem Film so als Mensch, als Person, auch als öffentliche Person nicht durchgehend sympathisch, sage ich jetzt mal. War das jetzt bewusst oder hat sich das aus dem Material so ergeben? Also ich selbst habe ja Beuys nie kennengelernt. Das heißt, ich war auch in dem Sinne nie jünger oder jetzt, dass ich angetreten bin, ihn zu verteidigen, sondern ich habe mich auf das Material eingelassen, eingeschlossen über Monate im Hamburger Bahnhof, wo unter dem Dach dieses Archivmaterial eingelagert wurde und habe das Material auf mich wirken lassen. Das heißt, da gab es Momente, wo ich sofort wusste, das wird im Film drin sein und anderes, wo ich auch unsicher war, wie ich ihn sichtbar kriege hinter den
einer gewissen Haltung, die Botschaft eben nach außen erstmal zu bringen und dadurch auch Wiederholungen in vielen. Also es war jetzt nicht so, dass ich bei allem Material elektrisiert war, aber es gab dann genügend, wo ich durchaus etwas gefunden habe, was für mich wichtig war, und das war, der Ausgangspunkt war die Verletzbarkeit. Mhm. Ja, also eben nicht den Helden zu zeigen, der immer stark ist, sondern dass es Momente gab, wo er sehr stark verletzt war, sehr schwach auch war. Also man sieht es in den Augen in dieser großen Krise, aber man sieht es auch schon, wenn er eingezogen wird. Also das ist ja nicht der Kriegsheld, der da einem entgegenschaut. Und man sieht es nochmal ganz deutlich für mich in den Aufnahmen von Caroline Tistall nach dem Herzinfarkt 75, also wenn sie ihn da ohne Hut fotografiert. Das heißt, interessant für mich als Magnet, um eine Dramaturgie überhaupt zu finden, waren die Momente, wo er in die Krise gekommen ist, auf verschiedenen Ebenen in die Krise gekommen ist. Und eine war ja sehr lang, 3 Jahre. Das war die in den 50ern, genau. Und interessant, wie er diese Krise, wie er rauskommt. Ja, also wie er jedes Mal eigentlich in eine Art von Todesnähe auch kommt und daraus eine Energie bezieht, die er letztendlich überträgt dann auch auf eine gesellschaftliche Heilung. Also wenn es mir als Beuys gelingt, aus dieser Krise, aus diesen Krisen in dieser Weise sie zu überleben und in diesen künstlerischen Prozess dann auch einzutreten, dann muss es auch möglich sein, einen gesellschaftlich kranken, aus seiner Sicht kranken Körper dann zu heilen. Und ich glaube, so kommt das ist für mich ein Erklärungsansatz für dieses, was er sagt, bis zur Asche verbrennen. Ja, man muss sich bis zur Asche verbrennen, nur dann macht das Leben einen Sinn. Also anderes Bild, was mir immer wieder gekommen ist, die Kerze, die von zwei Seiten angebrannt wird. Und dementsprechend auch schnell abbrennt. Also es hat einen Grund, warum er mit 65 gestorben ist. Es gibt ja auch so Beuys-Legenden, die er selber auch irgendwie transportiert hat. Also zum Beispiel das mit dem Fett und Filz und mit dem Flugzeugabsturz, kommt ja bei Ihnen irgendwie auch vor. Wird diese Legende dann weiter transportiert? Also es ist ja so, wir haben jetzt, was jetzt konkret den Absturz oder vor allem die Folgen des Absturzes angeht, ganz bewusst 2 Lesarten reingebracht, gegeneinander gestellt. Das eine ist, dass er beschreibt, dass er in einem deutschen Hospital, also sprich Lazarett, aufwacht auf der Krim und diese Bilder nicht im vollen Bewusstsein hatte von der Tatarenrettung. Das andere in Amerika erzählt er diese Geschichte. Und für mich ist gar nicht jetzt die in Anführungsstrichen moralische Frage wichtig, lügt er jetzt oder sagt er jetzt die Wahrheit, was stimmt denn jetzt, kann ja nur eine Variante stimmig sein, sondern warum, wofür, was steht diese Geschichte? Und es ist natürlich ein Versöhnungswunsch, ja, da ist ein feindliches Volk, also auch wenn die Tataren zum Teil von Stalin ja auch unterdrückt wurden, aber trotz alledem ist er im Feindesland und dieser Feind nimmt ihn auf und pflegt ihn und rettet ihn. Das ist ja in dem Sinne auch ein Heilungsversuch seiner eigenen Schuld. Und ich finde es viel interessanter, das in diesem Kontext zu lesen. Und für mich ist es eher dann sehr deutsch, dann zu sagen, ja, also bis dahin sagt er die Wahrheit und jetzt auch unser Beuys lügt. Und jetzt haben wir ihn endlich überführt, dass er lügt. Ja, das ist ja Anfang der 2000er Jahre immer wieder behandelt worden und auf diese Ebene wollte ich mich nicht hinabbegeben. Wobei das ja schon auch so ein bisschen zu so diesem Aspekt der Selbststilisierung gehört, was er ja auch kultiviert. Ja, er war ganz sicher einer der ersten, international gesehen auch, nicht nur von Deutschland aus gesehen, Künstler, die diese Art von Selbstinszenierung im Sinne des Mediengebrauchs benutzt haben für seine Botschaften. Das muss man ganz klar sagen. Also es gibt von keinem anderen Künstler, das sieht man ja auch im Film, welche reichhaltigen Fundi uns da rein quantitativ zur Verfügung standen. Also es waren ja 400 Stunden Bewegtbild und am Anfang 10.000 Fotos und am Ende waren es dann, glaube ich, 40.000. Also ungeheuer Fundus. Das heißt, er hat selbst dazu beigetragen. Er wollte
auch, wenn ein Mikrofon da war, wollte er auch reinsprechen, um seine Botschaft dann auch zu verbreiten. Und in dem Sinne hat er sich als Marke auch mit inszeniert, ganz klar. Das Schöne an diesen zeitgeschichtlichen Aufnahmen finde ich gerade am Anfang, als es diese Diskussion mit Arnold Gehlen gibt, da merkt man ja schon auch, was das für, ich sage es jetzt mal ganz platt, Typen sind, gegen die er auch irgendwie angekämpft hat oder was damals so den Kulturbetrieb ausmacht. Ja, und das war ein Fernsehen um 20.15 Uhr, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Redende alte Männer, rauchend, ja, 20.15 Uhr bei der Frage Provokation und Kunst. Ja, das ist wirklich ein... was Doppelgesichtiges hat, weil sowas wäre heute wahrscheinlich als Format um 19:45 nicht mehr. Eben, das meine ich. Also, das ist ein, auch nicht so Typen drum. Das ist ethnografisch. Ja. Das war ein wirklich schöner Aspekt. Ich habe mal gelesen, ursprünglich sollte der Film mehr Bestandteile mit Interviewpartnern haben und ihr habt euch dann bewusst entschieden, das nicht zu machen. Warum? Also es war so, dass wir über 20 Weggefährten gedreht haben, zum Teil Gefahr im Verzuge, weil einige schon sehr alt waren und wir einfach Material in dem Sinne mit ihnen sichern wollten, weil wir nicht wussten, wie lange stehen sie überhaupt noch zur Verfügung. Wir haben aber dann gesehen, wenn man so will, olympisch traten Zeitzeugen gegen Archivmaterial. Und Archivmaterial hat gewonnen, in der Regel. Ja. Mhm. Wir hatten mal ganz radikal auch überlegt, ganz auf Zeitzeugen zu verzichten, haben aber dann festgestellt, dass bestimmte Geschichten nicht zu erzählen waren, die uns sehr wichtig waren. Also beispielsweise die Folgen des Herzinfarkts mit Caroline Tistall oder auch Stüttgen, ja, die große Bedeutung, dass Beuys nicht aufgestellt wurde. Das alleine wäre aus dem Archivmaterial nicht erzählbar gewesen, nur als um zwei Beispiele zu nennen. Das heißt, wir hätten das tun können, dann hätte ich als Erzähler oder sozusagen ein Filmerzähler das eben über einen Kommentar lösen können, aber das war dann, die Entscheidung ist dann mit den fünf, die jetzt drin sind, auf die zu fokussieren und ansonsten das Archivmaterial dann anzuwenden. Weil Sie gerade gesagt haben, Off-Kommentar, den gibt es ja nun nicht. Das kann man ja so oder so sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass quasi ein Off-Kommentar auch die Möglichkeit gehabt hätte, das irgendwie stärker zu kontextualisieren, mehr einzuordnen, was er gemacht hat oder auch die zeitliche Abfolge stärker herzustellen. Auch das habt ihr bewusst nicht gemacht. Das haben wir, also wir alle, also Sie zumindest in unserer Generation, kennen ja noch Filme für Wissenschaft und Unterricht. Ja? Genau, da gab es ja immer FWU, da war immer schön, weil dann verdunkelt wurde und dann kam ja auch schön viel Informationen und wir wollten keinen didaktisch aufbereiteten Film machen im Sinne von, es wird alles eingeordnet und das bedeutet das und die Kunstwerke stehen frei. Ja, so wie wenn ich in ein Museum gehe und auch erstmal mit dem Werk alleine bin. Man hätte es natürlich alles zutexten können, erklären können, für das steht dafür und das steht dafür. In Ansätzen machen wir das ja davor und danach manchmal, um den Zuschauer nicht ganz allein zu lassen. Aber erstmal ist es die Erfahrung, alleine mit dem Werk gelassen zu werden, mit den Räumen, den dieses Werk dann jeweils schafft im eigenen Kopf. Das heißt, im Idealfall zumindest war das die Intention, das muss jeder beurteilen. Es gibt ja Leute, die das auch kritisieren, also Ihr Kollege Sonnenschein heißt er, glaube ich, hat es ja in ihrer Zeitschrift auch deutlich gemacht, dass er vom Rundfunk gewöhnt ist, dass da mehr erklärt wird und dass das doch bitteschön hier auch der Fall hätte sein sollen. Das kann man durchaus einfordern und das ist auch solide gedacht und auch im Sinne der Hörer, die vielleicht dann nicht alles mitkriegen, auch richtig, das mal zu fordern. Aber ich hoffe immer, dass der Zuschauer wach und munter genug ist, selbst dann nachzugucken oder ins Museum zu gehen oder Fragen zu stellen. Also es soll ja eigentlich
im Sinne eines Angebotes wirken. Und wenn ich alles erkläre, wird der Zuschauer satt und sagt, na, jetzt weiß ich es ja. Und ich glaube, ich will nicht, dass man fertig ist mit Beuys. Wie kam denn eigentlich diese Sammlung, auf die Sie da zurückgegriffen haben, im Hamburger Bahnhof zustande? Diese Sammlung hat einen Kopf und der heißt Eugen Blume. Der Direktor des Hamburger Bahnhofs, der ein Beuys-Spezialist ist, und der hat sich die Mühe gemacht, das nach und nach zu sammeln. Inzwischen ist ihm das weggenommen worden. Eva Beuys wollte nicht mehr, dass er das macht. Und jetzt ist es inzwischen in Karlsruhe beim ZKM. Das hatte ich mir auch noch für später eigentlich aufgeschrieben, aber wenn wir schon dabei sind, wie war denn eigentlich der Umgang mit der Witwe oder den Erben? Das ist ja auch immer bei einem Dokumentarfilm, denke ich mal, wenn es um Rechte geht, ein heikles Thema. Also prinzipiell ist es so, dass der Film nicht ohne den Beuys Estate zu machen gewesen wäre, weil die Nachfahren, also sprich die Witwe Eva Beuys und die Kinder, das Recht geben oder auch nehmen können, Kunstwerke abzubilden. Am Anfang war es offen, ob wir diesen Film machen können. Also zunächst mal war Eva Beuys sehr kritisch, hat ein erstes Konzept geschrieben. Dann sah sie einen Film von mir, Blackbox BRD, und dann wendete sich das Blatt, gut anderthalb Jahre. Dann wurde es nochmal, gab es nochmal eine schwierige Phase, wo ich überlegt hatte, vielleicht sogar einen Film ohne Kunstwerke, einen Kunstfilm ohne Kunstwerke zu machen. Das heißt, mit Menschen, die zu sprechen, die sich ja von einem Werk von Beuys sehr haben berühren lassen, wo vielleicht sogar das ein Werk von Beuys das Leben verändert hat, wie auch immer, eingegriffen hat zumindest. Und dass das Werk von Beuys im Kopf entsteht, das kann niemand verbieten, auch ein Estate nicht. Um auf die Weise sozusagen auch wie ein Hase an dem Estate und an den Verbotsregeln vorbei zu drehen. Das wäre ein anderer Film geworden. Ob es ein besserer Film ist, weiß ich nicht. Aber wir haben ja dann letztendlich Eva Beuys überzeugen können. Und dann wiederum auch mit einem Vertrag, das war 60, 70 Seiten, wo sie jedes einzelne Kunstwerk dann abgezeichnet hat. Also sie musste da richtig viel Papier bearbeiten und das hat sie gemacht. Und mit diesem dicken Stapel hatten wir die Freiheit, den Film auch zu machen, den wir machen wollten. Also ausdrücklich stand im Vertrag drin, dass sie sich in die künstlerische Gestaltung des Werks nicht weiter einmischt. Das war für mich Voraussetzung. Also ich hätte den Film nicht gemacht mit diesem Damoklesschwert, das dann nach drei Jahren Arbeit, jemand sagt, das nicht und das geht sowieso nicht und das ist ja unmöglich. Also das war Grundbedingung, das habe ich auch durchgesetzt. Na gut. Und wir sind ja wieder bei den Anwälten letzten Endes vom Anfang. Zeitgenössischen, zeitgeschichtlichen Filmen hängen ja auch immer Rechte dran. Also der mag das ja haben, der Herr Blume, aber trotzdem hat er wahrscheinlich nicht die Rechte an diesen Filmen. Wie geht man damit um? Also das heißt ganz praktisch, dass wir 200 Lizenzgeber suchen mussten. Ja, und mit sehr unterschiedlichen Bedingungen. Es gab einige, die sehr kooperativ waren und andere, wo ich dann in der persönlichen Begegnung blitzte, in einem Auge ein Eurozeichen und im anderen ein Dollarzeichen auf. Was die Sache natürlich dann kompliziert gemacht hat, weil zum Teil Summen aufgerufen wurden, die einfach nicht zu bezahlen waren. Und das schlug zurück wie ein Bumerang auf den Gestaltungsprozess, weil die Szenen, um zu verhandeln, mussten ja geschnitten sein, weil wir wissen mussten von dieser Sequenz 12 Sekunden, dann kommt Foto X, Fotograf Y. Also muss das ja schon geschnitten sein. Das heißt, wir konnten nicht im Rohschnitt anfragen, sondern wir mussten genau wissen, so viele Sekunden, so lange ist das Werk X drin. Und das hieß dann Neuschneiden. Ja, also wirklich sehr schmerzhafte Einschnitte, weil wir bestimmte Fotos nicht gekriegt haben oder weil ich dann also die Arbeit machen muss, das kann der Produzent nicht machen, da muss der Künstler persönlich auftreten und sich Knieschoner anlegen und zum Rutschen und sagen, dieses Bild und nur sie und wer bin ich sie und wann bin ich jetzt. Ja. Okay,
was mir auch gut gefallen hat, das waren diese Fahrten über diese Kontaktbögen und auch diese Splitscreen-Aufnahmen. War das von Anfang an Bestandteil des Konzepts oder kam das durch das Sichten dieser bäuerischen Archivaufnahmen? Also es war für uns eine Frage, wie wir eine Form finden, die eben nicht linear, geradlinig, konventionell ist. Also natürlich ist erstmal der erste Ansatz, sich durch das Material überhaupt mal linear durchzuarbeiten. Aber dann war sehr früh klar, dass wir mit diesem haptisch, mit dem Anfassen dieser Kontaktabzüge, also ich selbst hatte auch noch ein Fotolabor und habe auch noch diese Löcher dann rein, um die abzuheften und dann mit den gelben, roten Punkten, also dass diese Art von Materialität, die ja auch wegfällt durch die Digitalisierung, dass wir zurückgehen in diese Art des Erzählens und im Prinzip irgendwann mal die Vorstellung hatten, dass wie bei einem großen Fußballfeld liegen diese 50.000 Fotos und alle Materialien liegen aus und wir schweben sozusagen wie mit einer Drohne darüber und entscheiden uns. Und das ist in dem Sinne alles gebaut. Es wirkt jetzt so, als wenn das so in den Kontakten vorliegt, aber es ist eine Erzählung. Das heißt, wir haben Fotos dann ausgewählt, zum Teil auch von unterschiedlichen Fotografen dann in einen Bogen reingesetzt. Also insofern ist alles gemacht und nichts dem Zufall überlassen. War für mich eine sehr spannende Arbeit, weil ich eher dazu neige, die Poesie zu kommandieren. Und bei Beuys gemerkt habe, hier geht's nichts mit dem, geht nichts übers Kommando, man muss Räume, offene Räume schaffen, offene Assoziationen. Und interessanterweise die beiden Editoren, die stark von außen gekommen sind, vor allem der jüngere, Olaf, der mit Beuys erstmal wenig anfangen konnte und wenig inhaltlich linear gedacht hat, sondern nur intuitiv, dass gerade er dann Lösungen vorgeschlagen hat, die manchmal im auf den ersten Blick in Anführungsstrichen abwegig, ja, also nicht auf dem Weg lagen, aber gerade deshalb interessant waren. Also ich war manchmal ungeduldig, wenn er gesucht hat, wo ich dachte, da kann man nicht suchen, weil da findet er ganz sicher nichts. Dann habe ich ihn aber suchen lassen und dann hat er eben doch was gefunden, was ich in der Geradeausbewegung durch den Haupteingang eben übersehen hätte. Und das war eine sehr schöne Bereicherung des Zulassens und das Weggehen von der Linearität. Der Arbeitsprozess daran war wahrscheinlich auch sehr, sehr lange. Kann man sagen, also wir haben 18 Monate geschnitten. Ich habe noch nie so lange an einem Film gearbeitet wie an Beuys. Also jetzt nicht insgesamt, Black Box BRD waren es 4 Jahre, aber das lag nicht am Schnitt, sondern es lag an der Kompliziertheit der Protagonisten. Aber hier war es wirklich der Schnitt, der so lange gebraucht hat. Wo wir uns auch eben herantasten mussten. Wir hatten die Form nicht. Wir hatten auch noch kein Erzählbogen. Wir haben natürlich am Anfang linear erzählt, also von der Wiege bis zur Bahre und hatten auch ein sehr emotionales Ende. Aber es war eher das Scheitern, was im Vordergrund stand. Also Scheitern durch den Rauswurf der Grünen, Scheitern oder beinahe Scheitern, die 7000 Eichen zu finanzieren, nach Japan zu fahren, vollkommen entkräftet zu sein und mehr die Resignation und enden dann mit dem letzten wunderbaren, schönen Werk, was jetzt nicht drin ist, Palazzo Regale, was im Prinzip wie eine Art, seine Reliquien nochmal auszustellen in Italien. Eine der letzten Einstellungen, Beuys alleine in Japan, in der Abflughalle, Kamera von oben, er alleine mit einem Koffer und es war wirklich der einsame, alte Mann, der Gescheiterte, der abtritt. Ja. Die Leute haben geweint. Ja, es war erstmal Händeschütteln im Schneideraum. Aber es war, jemand hat das ja schön gesagt, er sagt, ihr seid so deutsch. Dann habe ich das nicht verstanden. Warum? Was hat denn das jetzt mit Deutschsein zu tun? Es war jemand, der lange in Amerika gelebt hat, der gesagt hat, wisst ihr, wenn wir so einen Künstler hätten, wir würden den feiern, ihr lasst den scheitern. Ja, und das fand ich einen sehr klugen, feinen Satz. Und wir haben dann gesagt, natürlich müssen die Grünen rein, mit dem Nicht-Aufstellen, mit diesem vollkommen fassungslosen, eingefallenen Gesicht. Aber die 7000 Eichen stehen am Ende und nicht mit dem, ja, kann ich die jetzt finanzieren oder nicht, sondern mit dem Ja und trotzdem, das sagt der Caroline sehr schön, es geht weiter. Ja. Ich habe mich ja, als ich den Film gesehen habe, auch gefragt, und das wollte ich jetzt Sie fragen, was wäre denn mit den Grünen passiert, wenn man ihn nicht weggemobbt hätte?
Sie meinen, ob Sie noch wählbar wären. Ich glaube, es wäre ein sehr spannendes Experiment geworden, auf jeden Fall. Also es ist ja die Frage, wie stark hätte Beuys tatsächlich versucht, die Politik zu beeinflussen, hätte er diese Chance genützt, wie viel Zeit wäre ihm dafür noch geblieben. Es zeigt nur eben eine sehr schnelle, sich damals schon abzeichnende Professionalisierung, also sagen das Alltagsgeschäft der Partei. Die große Sorge, da ist jemand zu schnell, zu groß, der andere in den Schatten stellt. Besagterweise der Walter Vogel, der aufgestellt wird, das war jemand, der die Indianerkommune sehr verteidigt hat. Ja? Also der ist dann nicht angetreten, aber der den Grünen später hat es denen ja noch sehr großen Ärger gebracht. Aber lieber Walter Vogel als Josef Beuys. Ja. Weil Sie vorhin selber sagten, wer, wenn nicht wir. Beuys ist ja in gewisser Weise auch ein Radikaler, sag ich jetzt mal. Und Sie haben ja, wer, wenn nicht wir, den Spielfilm über die RAF gemacht und davor Blackbox, BRD. Was fasziniert Sie daran? Also wenn man das vergleichen kann. Ja, also es hat ja lebensgeschichtlich, also biografisch gibt es eine ganz klare Verbindung. Also ich bin ja in Stuttgart aufgewachsen, Stuttgart-Stammheim, Straßenbahnlinie war nicht weit, die Prozesse. Gleichzeitig war es eine Sackgasse, also eine Sackgasse, die sich sehr früh für mich gezeigt hat, dass die Art des betonierten Denkens von richtig und falsch, die Humorlosigkeit, die letztendlich auch Erstarrung des Denkens der RAF, da war früh für mich Beuys jemand, der eben von einer ganz anderen Seite die Kunst ins Zentrum gerückt hat und damit auch die Möglichkeiten der Kunst aus dem Erstarrtpolitischen rauszudenken. Und insofern gab es für mich immer eine Korrespondenz zwischen diesen beiden Polen. Und die Radikalität von Beuys ist sicher eine ganz andere. Eben aus guten Gründen kommt der Hase immer wieder. Der Hase ist in dem Sinn ja kein wirklicher Held, er rennt, er mal schlägt einen Haken, er ist immer woanders, wo man ihn noch nicht vermutet, taucht er plötzlich wieder auf. Und das ist eben kein Che Guevara, muss man ganz klar sagen. Aber gerade das in dem Sinne ist Beuys für mich eher ein Anti-Held. Und gerade das hat ihn für mich interessant gemacht. Vielleicht öffnen wir jetzt mal, sind schon ein paar gegangen, auf das Publikum. Das hatte ich vorhin ganz vergessen zu sagen, dass nachdem wir uns hier warm gelaufen haben. Hier war schon eine Wortmeldung, glaube ich. Genau, Sie die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen oder Kommentare und Anregungen zu geben. Bitte schön. Würden Sie bitte ein paar Takte sagen zu der sehr differenzierten und fragilen Musik, auch vielleicht zu den Geräuschen, dieses Flippen von den Karteikarten oder andere Hintergrundgeräusche? Ja, wir haben sehr lange an der Musik gearbeitet. Es war mit einer der größten Herausforderungen. Deshalb, weil es auf der einen Seite den Absturz gab, in Anführungsstrichen zu avantgardistisch zu komponieren, ja, dass die Musik dann, sagen Beuys, in einer Richtung des Gestalteten noch überholen wollte und dadurch sich aber vor Beuys gestellt hat. Das war das eine. Das andere war das zu kulinarisch-konventionelle. Das dritte war, was ist immer mit allen Komponisten, habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie zu viel machen, dass sie zu sehr die Komposition nach vorne ziehen, ohne dass sie in den wirklichen Dialog treten mit der Erzählung des Filmes. Und das ist eine Millimeterarbeit, ja, wo es mal zu sehr in die Avantgarde geht, mal zu sehr ins Kulinarische, mal, wo ich fassungslos war, wie, da passiert doch das und das und da haben wir auf der Tonebene das und das, da könnt ihr doch nicht mit der Musik rüberwalzen. Also lasst Raum. Ja. Und das wird dann mal gelöst, dass ein Instrument zurückgenommen wird, dass ein anderes Instrument gewählt wird, dass prinzipiell mehr dem Sounddesign, also eine Zusammenarbeit zwischen Sounddesign, Geräusche machen und Musikern angestrebt wird, vermittelt dann auch durch den Mischtonmeister. Also es ist ein ganz fragiles Gewächs, was
in der Mischung dann auch nochmal korrigiert wird. Aber ich sage immer, ich möchte das nicht in der Mischung lösen, sondern es soll vorher schon gemeinsam gedacht werden. Und das heißt, es ist der Versuch, in dem Fall zwei Komponisten zusammenzubringen mit dem Film erstmal und die wiederum zusammenzubringen mit dem Geräuschemacher, Sounddesigner und mit dem Mischmeister. Das heißt, im Prinzip müssen 5 oder 6 Ebenen zusammenkommen. Das war ein Prozess von 9 Monaten mit viel Härten auch. Also auch Härten für die Komponisten, die immer wieder zurückgeschickt wurden. Immer wieder, das ist es noch nicht. Ja, was ist es dann? Und dann stochern wir natürlich auch herum, weil ich kann noch nicht sagen, was es ist. Ich kann nur sagen, dass es das nicht ist und kann ein paar Hinweise geben. Aber die Arbeit müssen dann die Komponisten machen. Und das war, also haben die aber toll durchgestanden, muss man wirklich sagen. Also die haben diese sicher auch frustrierenden Abende und Nächte gut überstanden, sind immer wieder ans Werk gegangen. Ja, ich wollte jetzt gerade noch mal zu Ihrem letzten Satz fragen, inwiefern Sie die Verbindung zu RAF und Joseph Beuys herstellen oder in welchem Kontext Sie das dieses Statement genannt hatten, habe ich nicht verstanden. Also muss ich vielleicht ein bisschen mehr ausführen. Dadurch, dass ich in Stuttgart aufgewachsen bin, bin ich halt unmittelbar mit dem deutschen Herbst konfrontiert worden und unmittelbar auch mit einem Denken, was sehr stark dann von Intoleranz, von letztendlich auch die Frage der Kunst, wo es sehr schnell das Siegel bürgerlich kam, einer großen Humorlosigkeit, also auch im Freundeskreis um mich herum, Leute, die dann abgedriftet sind und also wo jede künstlerische Ausdrucksweise letztendlich ein Renegatentum oder ein Rückzug war ins Private und nicht, also da draußen sterben Gefangene oder in Stammheim und du machst Kunst. Ja, das heißt, das war wie eine Art von Polarisierung, wo es darum ging, sich zu entscheiden, dort oder dort. Und da war Beuys für mich jemand, der eben, wenn man so will, einen anderen Weg geöffnet hat. Der schon 1972 ja dieses schöne Plakat, ich führe, ich glaube, Bader und Meinhof durch die Documenta, Klammer Dürer, also wo so ein Humor gleichzeitig aufbrach. Und das fand ich erstmal befreiend, dass es aus diesem Betondenken von richtig, falsch, Imperialismus hier, Befreiung dort und dazwischen gab es nichts. Ja. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Sie meinen diese Diskrepanz zwischen dafür und dagegen und ist keine nichts dazwischen. Und ja. Keine Toleranz und keine Kommunikation. Genau, ja, eigentlich ein Ersterben von Fragen. Also Zweifel war gefährlich, vielleicht kann ich es so sagen. Zweifel, was ja Kunst immer bedeutet, Kunst bedeutet der Befragen von Wirklichkeit. Und auch immer mit einem Zweifel auch auf das Ergebnis hin. Und wenn der Zweifel nicht mehr zugelassen ist, wenn der Zweifel gefährlich wird, dann bin ich nicht mehr dabei. Im Kontext auf die Akademie oder im Kontext auf die konkrete Kunst jetzt? Das war eben generell, waren ja diese Zweifel nicht erwünscht. Ja? Also eben im Sinne jetzt des RAF-Denkens damals. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Genau, also bevor wir vielleicht Sie weitere Fragen haben, würde ich Rhea Tüngers-Stringari kurz noch was fragen wollen, die an dem Film mitgewirkt hat. Sie haben ja auch viel diesen Film auch im Ausland begleitet bei Aufführungen. Und gerade wo wir da anknüpfen an sehr deutsche Themen, gibt es denn Unterschiede, wo Sie feststellen, das wird im Ausland anders wahrgenommen als hierzulande? Ja, ich war bis jetzt natürlich nur in der Türkei, also erst in Istanbul und dann in Ankara und dann eben in Warschau. Also das ist jetzt mal nur die 3. Außerdem habe ich natürlich einige Erfahrungen auch, wie der Film jetzt angekommen ist in der Reihe der Documenta in Griechenland, in Athen, in Griechenland generell. Also in der Türkei ist mir sehr aufgefallen, dass ein sehr stark, weil es natürlich auch vor Erdogans Referendum und nach Erdogans, kurz vor und kurz danach, also erstmal in Istanbul und dann in Ankara. Und da war es ein sehr Innehalten, ein sehr Nachdenkliches. Es war in Ankara, ja. Wurde dann erwähnt, dass bei Taksimplatz
Boys, ist mir sehr aufgefallen, ein Protagonist war, also eine Hauptfigur geworden war für die Menschen. Das ist mir sehr, das wusste ich nicht und das war total neu. Und die Frage war dann, und was ist jetzt? Also aus der Betroffenheit einfach auch derjenige natürlich sehr stark, das Publikum war natürlich hier gegen Erdogan, das ist klar. Also bei alle drei Veranstaltungen habe ich ja in der Türkei mitgemacht. Und in Warschau war eigentlich auch wieder näher zum Deutschen. Aber mir ist mir aufgefallen in allen Veranstaltungen, dass man nicht gelacht hat an den Stellen, wo man in Deutschland viel mehr gelacht hat. Und das ist wahrscheinlich, weil es erfordert vielleicht Kenntnisse auch der Situation in Deutschland. Das war sehr auffallend. Also da diese Vertrautheit einfach, nicht? Also es ist man sehr, sehr nah. Nee, das war eher ein ehrwürdiges Nichtlachen. Also nicht ein Nichtverstehen, sondern aus Respekt, nicht? Also das war sehr interessant, ja. Vielen Dank. Wollen Sie da was noch ergänzen, vielleicht aus Ihren Erfahrungen? Weil Sie ja vorhin sagten, das ist jetzt zu deutsch, das ist jetzt vielleicht anders. Ja, also in Hongkong beispielsweise, wo die Demokratiebewegung ja vor 2 Jahren mit der Regenschirmrevolution eher gescheitert war, wo der chinesische Einfluss Demokratie immer weiter noch einschränkt und unterminiert, wurde der Film sehr politisch wahrgenommen, als ein Beispiel, als Ermutigung, eher wieder bestimmte Fragen von Demokratie in die Mitte zu legen und die Kunst dabei als Möglichkeit zu sehen, also die Kunst als Energiequelle von der Kunst ins Politische zu denken und umgekehrt wieder zurück. Also sehr stark beinahe so ein Aufbruchsgeist danach, was mich sehr gefreut hat. Also von da ist es aber von Land zu Land sehr unterschiedlich. Also zum Teil wird er eher im historischen Kontext gedeutet, zum anderen sehr in der Gegenwart. Also ich habe beides erlebt hier. Es ist mir etwas Wichtiges jetzt noch als Ergänzung eingefallen. Die starke Emotionalität war nicht im Saal, sondern danach. Also mehrere Menschen in der Türkei vor allen Dingen. In Warschau weniger, aber in der Türkei einfach die fast existenzielle Fragen. Also die Menschen waren fast nah dem Weinen, aber eben in dem persönlichen Gespräch danach, also im Saal draußen. Also es ist etwas, was ich zum Beispiel in Deutschland nicht kenne, so stark nicht. Also die kamen halt wie, als ob Beuys sie da wirklich direkt angingen, einzelne. Jüngere Menschen, vor allem mehr jüngere Menschen als in Deutschland. Ja, das auch so generell. Jetzt standen Sie ja auch Beuys sehr nah, Sie kannten ihn ja ganz gut. Wie viel von diesem Film, also ist der echte Beuys, aus Ihrer Sicht? Alles, also ich habe 30 Jahre auf so einen Film gewartet. Ja. Andres Weil hat tatsächlich auch, wenn ich Filme machen könnte, hätte ich genau das oder fast nur das, ja alles. Mir hat nichts gefehlt, nein. Ich sage es ein bisschen pathetisch, weil es tatsächlich dieses tiefe Verständnis und dann einfach Joseph Beuys wichtige Punkte. Manches allerdings muss ich jetzt hier ergänzen, was die Betätigung von Beuys in der Politik und vor allen Dingen im Bereich der Grünen. Er ist viel mehr, also ist nicht der Utopist, wie er da oder dort oder nur stilisiert oder nur inszeniert, sondern das hat sich heute bestätigt. Es ist mir sehr wichtig, das zu sagen, was zum Beispiel das, was nur in Ansätzen bei Beuys, aber ganz generell, also zum Beispiel die Idee der direkten Demokratie durch Volksentscheid, also das Plebiszitäre, was damals eigentlich, wir sind fast ausgelacht, also ich war dabei, 1972 begonnen hat, der Documenta 5. Und da war eigentlich eine Minderheit oder ein winziger Teil von Menschen, die meinten, das ist jetzt sehr wichtig, dass die Demokratie diesen direkten Bezug haben muss. Dass wir nicht in keiner Demokratie, in einer richtigen Demokratie leben, sondern dass es Parteiendominanz und Parteienbürokratie und Parteien. Und so wurde die Grünen leider auch mit den Anfängen. Und
Das hat sich verändert heute. Beuys hat sich bestätigt. Es gibt da mehr Demokratievereine und der Omnibus für direkte Demokratie. Da sind mindestens jetzt 8.000 zahlende Mitglieder und wahnsinnig viel. Und viel wichtiger ist es natürlich auch, dass in der Realität sehr viel passiert durch Volksentscheide. Also diese Idee der direkten Demokratie hat tatsächlich eingeschlagen und das hat mit 5 Leuten 1972 angefangen. Das hat noch keine andere gemacht. Und heute ist das wirklich kein Vergleich. Es ist sehr populär, es ist eine sehr wichtige, ob das in Bayern oder in Hamburg am meisten. Und das Zweite ist, dass das Grundeinkommen, das bedingungslose Grundeinkommen, das ja auch heute in allem Munde ist, das hat ja auch Anfang der 80er begonnen. Das war der Kern. Und heute ist ja kaum ist jemand, also in der politischen Realität wird also sehr viel diskutiert. Das heißt also, Beuys war viel mehr ein Pragmatiker und ein Realist, als man denkt. Das müsste man sehen. Und vor allen Dingen junge Menschen ergreifen das. Und viele wissen gar nicht, dass es bei Beuys angefangen hat praktisch. Beuys und ein paar anderen. Also es war wirklich in den Fingern abzuzählen. Es hat 69 angefangen praktisch. Also das darf man nicht vergessen. Ne? Es ist was los. Es ist eine Dynamik drin. Jenseits eben der Anarchisten und was ja eben jetzt in Hamburg passiert ist. Das eigentlich ein Durcheinander ist. Vor allen Dingen ein begriffliches Chaos. Das kann man ja feststellen. Aber das wäre jetzt eine andere Diskussion hier. Ja, vielen Dank für diese Eindrücke. Ganz großartig. Haben Sie weitere Fragen oder auch Kommentare? Ja, warten Sie das Mikro, weil wir es aufzeichnen, sonst hört man es nicht. War mal die Idee, das in 35 mm zu machen? War mal die Idee, das in 35 zu machen oder sogar 70, so fett, also altes Material zu benutzen? Und das? Ja, das Problem ist ja, wenn wir 35 mm als Ausgangsmaterial gehabt hätten, dann wäre es auch sinnvoll, aber wir haben ja ganz viel Video, Japan-Standard, also sieht man ja mit den Nachzieheffekten. Wir hatten mal kurz überlegt, das 3D zu machen, also sozusagen die Ideenräume dann auch sozusagen dreidimensional zu erzählen, haben das aber aus Kostengründen verworfen. Ja. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Ansonsten muss ich noch eine Frage stellen, die natürlich elementar für diese Reihe ist. Was tut sich im deutschen Film, ist über dieser Reihe stehend. Und Sie haben jetzt gerade zum Beispiel bei der Verleihung des Deutschen Dokumentarfilmpreises ein Statement, eine Resolution abgegeben mit den anderen Nominierten. Können Sie uns, also wie würden Sie diese Frage beantworten? Was tut sich denn gerade im deutschen Film? Also es gärt im Hinblick auf Produktionsbedingungen. Wir hatten, das ganz kurz zu machen, 12 Regisseure waren nominiert für den Deutschen Dokumentarfilmpreis und wir haben einfach mal untersucht, unter welchen Bedingungen entstehen eigentlich Dokumentarfilme. Und das war eine Auswahl von 120 eingereichten, wurden ungefähr 12 eben dann nominiert. Und diese 12 Filme sind durchschnittlich mit einem Lohn von einem Tagessatz von ungefähr knapp über 100 Euro entlohnt, das heißt also knapp über dem Mindestlohn, und das ist in Anführungsstrichen die Elite des deutschen Dokumentarfilms, offensichtlich im Prekariat, und es geht jetzt nicht darum, jetzt nur die Faust zu erheben, zu sagen mehr Geld, sondern wenn, wie immer wieder formuliert wird, solche Filme ein Kulturgut sind, dann ist einfach die Frage, was ist es uns gesamtgesellschaftlich wert, dass es dieses Kulturgut weiter gibt. Und wenn diese Filme nur unter der Bedingung der Selbstausbeutung entstehen, dann untergräbt sich die Qualität bei solchen geschätzten Kulturgütern auch selbst. Das heißt, es geht natürlich auch um eine bessere Honorierung, aber es geht auch um die Bedeutung, die Frage, was für eine Kultur wollen wir und wofür steht sie? Und wenn sie auf der einen Seite nach außen gewünscht wird, aber letztendlich nicht bezahlt wird, dann stellt sich die ganz grundsätzliche Frage, welche Kultur wollen wir überhaupt? Welchen Begriff von Kultur haben wir? Und deshalb geht es auch um die Honorierung, aber letztendlich um ganz andere, viel grundsätzliche Fragen. Und die
Wenn Sie jetzt fragen, was tut sich im deutschen Film, diese Fragen werden auf den Tisch kommen und auch mit erhobener Faust. Gerade die Fernsehsender betonen ja auch immer die Wichtigkeit des Dokumentarfilms, insofern das jetzt nicht Naturfilm. Sogar in der Eingangsrede von diesem Preis. Genau. Also insofern würde mich auch mal interessieren, die Finanzierung des Films, war da der Senderanteil größer oder Filmförderung? Also wir haben ungefähr ein Viertel des Budgets ist von den Sendern, ja, was insgesamt noch relativ hoch war, weil eben von vornherein klar war, dass wir hier sehr hohe Lizenzgebühren bezahlen müssen. Und das ist auch nochmal ein Politikum, führt von der Frage jetzt weg, aber ich will es nur kurz erwähnen, einfach um mal deutlich zu machen, auch da eigentlich eine mehr oder weniger zynische Grundhaltung. Es wird immer wieder postuliert, wir wollen und müssen uns mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen. Wie soll das sein bei einem Minutenpreis, jetzt beispielsweise bei Wochenschaumaterial, was wir ja auch verwendet haben, von sage und schreibe 12.000 Euro bei einer staatlichen Firma. Ja? Die Transitfilm verwaltet das Erbe, das Wochenschauerbe des Bundesarchivs. 12.000 Euro die Minute. Es ist nur von ganz wenigen zu bezahlen. Weltrechte 15 Jahre. Wir brauchen für Festivals natürlich die Weltrechte und der Film soll nicht nach 5 Jahren in irgendwelchen Schubladen verschwinden. Also 15 Jahre ist auch keine Lebenszeit eigentlich für einen Film. Dieser Film ist nach 15 Jahren tot. Keiner wird sich die Mühe machen, dann nochmal 200 Lizenzgeber rauszusuchen und versuchen, das zu verlängern. Aber dessen ungeachtet, auch für 15 Jahre ist dieses Archiv, und da schließe ich viele Fernsehsender ein, nicht zugänglich. Ja? Und Amerika, USA ist weiter, weil das in vielen, was mit staatlichen Geldern produziert wurde, ist Public Domain überwiegend, ist zugänglich, kann in Filmen verwendet werden. Und es sind Profit Center. Wir haben vorher über die Ökonomisierung gesprochen. Ja? Das sind alles Profit Center, die sollen Profit machen, um die Digitalisierung zu bezahlen. Also insofern fließt da nicht nur Geld in die Verwaltung und in die Kantine und in die Renten, sondern auch in die Digitalisierung. Aber wenn die Digitalisierung politisch gewünscht ist, muss sie unabhängig finanziert werden, nicht durch die Refinanzierung, durch Lizenzeinnahmen. Alles ein Politikum, ja, eigentlich. Und insofern steht da auch noch viel Arbeit an. Also es gibt ja Bestrebungen, gerade mit den Rechten, auch mit Bildrechten, auch in Deutschland oder überhaupt innerhalb der Europäischen Union für so eine kulturelle Ausnahmeregelung zu sorgen. Aber ich glaube, das ist noch nicht sehr weit gediehen. Ja, die erste Voraussetzung ist, dass auch die Senderarchive Geld bereitstellen und dieses große Chaos, das Begriffschaos beenden, weil die einen heben auf das und jenes, die anderen jenes und das und dazwischen wird es weggeworfen, weil man Platz braucht oder weil die Klimaanlage eh ausgefallen ist, weil die Bänder längst zusammengeklebt sind. Und es ist Zufall, das merken wir, manchmal stehen auf den Listen Sachen drauf und dann suchen die und finden es nicht mehr. Keiner weiß, wo es abgeblieben ist. Und dann ist es weg. Es ist einfach nicht mehr vorhanden. Und manchmal kommen unabhängig davon Anrufe, ja, wir haben noch das und das, was auf keiner Liste steht. Ja, auch schön, ja, wenn man auf die Weise überraschende Funde noch kriegt. Aber das heißt, es ist eine vorsätzliche strukturelle Verantwortungslosigkeit, wie wir mit dem filmischen Erbe umgehen. Sender und staatliche Archive. Und es ist ein Verlust schon eingetreten in vielen. Und es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Und es muss eben politisch gewollt werden. Und auch da kämpfen wir. Ja, ein Klapp, auf jeden Fall Applaus dafür. Kämpfen wir an Ihrer Seite, by the way, als Museum und Archiv haben wir natürlich ähnliche Anliegen. Allerletzte Frage, wie geht's weiter bei Ihnen? Wie geht's weiter? Es geht weiter mit viel Theater. Also ich weiche ja immer wieder vom Film aufs Theater aus. Wir gehen in die Zukunft mit einem Stück in Berlin, wo wir 2026 eine Finanz- und Wirtschaftskrise ansetzen, die 2028 durch einen Untersuchungsausschuss aufgearbeitet wird. Und da werden wir die vorladen,
die dafür heute in der Verantwortung stehen. Reale Personen unter anderem. Da findet ein Labor statt, jetzt im September, wo wir mit verschiedenen Forschungsinstituten diese Szenarien erarbeiten, die in diese Krise führen, mit der Schlussfrage, wer soll vorgeladen werden, mit welchen Fragen. Und dann findet das eigentliche Theaterstück im September 2018 statt und wird auch auf Tournee gehen. Also insofern erstmal nicht ein Wiedersehen hier in diesem Theater, sondern in anderen. Deutsches Theater. Deutsches Theater in Berlin. 16.09. war das. 16.09. ist das Labor, genau. Genau. Ja, aber wir überlegen auch eine filmische Fassung wiederherzustellen. Da sind Sie natürlich gleich wieder herzlich eingeladen. An dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Andres Feil. Wunderbaren Abend. Lesung und Film. Ganz großartig. Rudolf und Aljoscha natürlich. Dankeschön. Die Einladung. Ja. Und die Reihe geht natürlich weiter. Ich möchte natürlich ein kleines bisschen Werbung machen. Am 3. August wird Matti Geschonek hierher kommen, ein ganz großartiger Regisseur, viel Fernsehen gemacht, auch viel Kino. Das ist jetzt ein Film, wo er Bruno Ganz in den Mittelpunkt stellt als Familienpatriarchen, der dann anlässlich seines 90. Geburtstags seine gesamte Familie kurz vor der Wende als DDR-Pensionär wieder zusammenführt. Das ist wirklich großartiges Ensemble, kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Und jetzt kommen Sie gut nach Hause. Toll, dass Sie da waren. Dankeschön.